Hallo, hallo, hallo und guten Morgen zu einem neuen wunderschönen Tag. Es gibt wieder Kindergottesdienst online. Jump Spezial ist wieder am Start. Also legt los, Freunde. Auf an die Computer, Fernseher und Bildschirme. Keine Zeit zu verlieren. Hat man sich auch heute wieder entschieden, ein neues Jump Spezial Video zu beginnen? Online einsehbar. Der Kindergottesdienst der Lukasgemeinde. Schauen Sie gemeinsam mit uns auf einen wunderschönen neuen Sonntag. Hast du schon gesehen? Überall ist Werbung. Die ganze Stadt ist voll davon. Kindergottesdienst Jump Spezial geht wieder los. Für ein neues Jump-Spezial zu sorgen. Dazu haben Mitarbeiter der Lukasgemeinde einiges zusammengestellt und bereiten auf heute wieder eine Freude, gemeinsam Gott die Ehre zu erweisen. Hallihallo, Hallöchen! Herzlich willkommen zu einem neuen Jump-Spezial. Ich bin Max und ich freue mich, dass du auch diesen wunderschönen Sonntag wieder eingeschaltet hast. Bei mir scheint die Sonne und das ist schön. Ich bin richtig dankbar für die letzte Woche. Dankbar für alles Gute, was passiert ist. Komm dazu, Nala. Und ich hoffe, ihr hattet auch eine tolle Woche. Bevor wir mit diesem Video heute starten, wir haben wieder einiges für euch zusammengestellt, werde ich aber erst nochmal für den Tag beten. Vater, ich danke dir für diesen neuen Morgen. Ich danke dir, dass du bei uns warst die ganze Woche, dass du auch heute bei uns bist. Und dass wir wieder gemeinsam Gottesdienst feiern können. Bitte segne du uns diesen Tag und sei du in unserer Mitte. Lass uns gemeinsam Spaß haben. Amen. So, ihr Lieben, wir fangen natürlich wieder damit an, etwas aktiv zu sein. Letzte Woche war es ja doch sehr entspannt, muss man sagen. Deswegen habe ich wieder angefragt und er ist wieder mit dabei. Ihr kennt ihn alle, ihr liebt ihn alle. Es geht natürlich um unseren Coach Fitness, Amos. Viel Spaß, ich glaube, ich gehe heute aufs Trampolin und lass euch mal machen. Los geht's! Yo, Leute! Coach Fitness ist wieder zurück und ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für euch. Ich nehme an, die gute wollt ihr zuerst hören. Und zwar werden wir heute wieder richtig coole Übungen machen, die euch so richtig in Schwitzen bringen werden, aber richtig gut für euren Körper sind. Die schlechte Nachricht ist ein bisschen blöder. Und zwar wird das erstmal das letzte Video sein, was ihr von mir bekommt. Denn Coach Fitness ist danach erstmal im Urlaub. Das heißt, ich wünsche euch nochmal ganz viel Spaß bei dem letzten Coach Fitness Video. Viel Spaß! So, wir werden heute wieder mit ein paar altbekannten Übungen durchstarten. Und zwar werden wir jetzt zuerst dehnen, dann Kniebeugen machen, dann Hampelmänner und als letztes Sit-Ups. Wie es begonnen hat, wird es auch aufhören. Okay. Zuerst ein bisschen dehnen. Man sitzt ja so viel rum während Corona. Das merke ich auch immer wieder. So, und ein bisschen dehnen. Wer schafft es, seine Füße zu berühren, ohne mit dem Bein einzuklicken, der ist ein Profi. Puh, okay. Dann fangen wir an mit den Kniebeugen. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 und 15. Okay, Hampelmänner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Puh, Sit-Ups. Und 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9,
Und 10. Puh, sehr gut. Erste Runde ist damit durch. Ich hoffe, ihr habt auch was zu trinken dabei. Machen wir eine kurze Pause. War ja schon anstrengend. Jetzt wichtig, viel zu trinken, weil sonst dehydriert man schnell und dann bringt das ganze Training auch nichts. Puh. Richtig gut. Okay, seid ihr bereit für die zweite Runde? Dann los geht's. Kniebeugen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Hampelmänner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Puh. Und last but not least, Sit-Ups. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Und damit sind wir durch. Das war das letzte Workout mit Coach Fitness. Mir hat es richtig Spaß gemacht mit euch. Und ich hoffe, ihr könntet echt dabei ein bisschen was lernen und könntet ein bisschen euch fitter machen oder fitter werden. Und man sieht sie bestimmt mal wieder. Ciao, ciao. Coach Fitness ist raus. Hi, willkommen zurück. Alle gut ausgepowert? Sehr schön. Danke, Amos. Ihr solltet ja letzte Woche mal überlegen, wofür ihr alles so dankbar seid. Und da ist leider nicht besonders viel zusammengekommen, aber ein paar Nachrichten habe ich schon gekriegt. Bloß, was das genau war, das will ich euch jetzt einmal vorlesen, und zwar aus dem Innenstudio. Also, hier ist jemand dankbar für Jump Spezial. Dankeschön. Ich bin dankbar für das Wetter. Hier schreibt jemand, ich bin dankbar, dass ich ein Hochbett kriege, dass ich endlich wieder meine Gitarrenlehrerin in echt und nicht auf Video sehen kann. Ich bin dankbar, dass ich wieder Freunde treffen durfte. Und hier schreibt jemand, ich bin dankbar für kreative Mitarbeiter. Dankbar für meine Kinder und das tolle Online-Programm für sie? Ja, auch Erwachsene gucken Jump Spezial. Schön, das war nicht viel, aber ich habe mich trotzdem gefreut. Vielen Dank. Ja, da kam ja schon einiges zusammen. Schön. Was ist jetzt als nächstes dran? Lobpreis. Lobpreis. Der Lobpreis, genau. Lobpreis ist auch eine Form, unsere Dankbarkeit Gott gegenüber zum Ausdruck zu bringen. Und deswegen ist das jetzt vielleicht genau der richtige Augenblick, mitzumachen, einzusteigen. Und heute haben wir wieder Marco mit im Team, der hat den Lobpreis für uns aufgenommen. Los geht's. Hey Lieben, es ist wieder Lobpreiszeit. Ich freue mich so sehr, mit euch heute gemeinsam wieder Lobpreis zu machen. Und ich habe eine Frage für euch. Wer von euch ist richtig dankbar für Gottes Liebe? Also ich bin ja mega dankbar für Gottes Liebe. Wisst ihr, was mich so fasziniert ist, ist, dass Gott so ein guter Papa ist und dass er uns so, so unendlich dolle liebt. Einfach nur, weil wir seine Kinder sind. Dass wir nicht erst was tun müssen dafür oder ihm erst was beweisen müssen, damit er uns liebt, sondern dass er uns einfach so sehr liebt, weil wir seine Kinder sind und dass es absolut überhaupt nichts gibt, was uns von seiner Liebe trennen kann. Dass er uns genauso doll liebt an unserem besten Tag wie an unserem schlechten Tag. Und das finde ich richtig faszinierend. Und ich glaube, das ist ein richtig, richtig guter Grund, um Gott gleich so richtig fett zu preisen mit unserer Stimme
und mit unserem Körper, mit unserem Tanzen, mit unseren Bewegungen. Und ich hoffe, dass du gleich Vollgas gibst, dass du voll dabei bist. Und bevor wir anfangen, möchte ich noch einmal ganz kurz beten. Danke, Jesus, dass du jetzt hier bist, wo wir sind. Und danke, dass wir einfach als deine Kinder zu dir kommen dürfen und dass wir dich preisen dürfen. Und danke, dass du so viel Freude hast, wenn wir für dich singen und für dich tanzen, Jesus. Und wir danken dir einfach so sehr für deine unendlich große Liebe. Und wir freuen uns jetzt richtig, mit dir Zeit zu verbringen, Jesus. Und wir wollen dir richtig viel Freude machen. Und danke, dass du hier bist. Amen. Felsenfest und stark ist mein Gott, stärker als in Not, du bist mein Herr und Gott. Felsenfest ist mein Gott, und felsenfest und stark ist mein Gott. Felsenfest und stark ist mein Gott, stärker als in Not, du bist mein Herr und Gott. Felsenfest ist mein Gott. Yeah.
Tränen von dir. Oh, nichts kann mich trennen, nichts kann mich jemals trennen von deiner Liebe. Oh, nichts kann für dich, dann wieder eine für mich und dann wieder eine für dich. Ja, ihr Lieben, vielen Dank, Marco. Jetzt geht's natürlich wieder weiter mit unserem Thema, mit unserer Bibelgeschichte. Und ich weiß ja nicht, ob ihr euch so gut dran erinnert, aber letzte Woche ging es ja um Jakob und Esau und darum, dass sich Jakob das Erstgeburtsrecht geschnappt hat, was eigentlich seinem älteren Bruder Esau zugestanden hätte. Wie es bei den beiden dann weiterging, das wollen wir uns heute anschauen. Also viel Spaß bei der heutigen Bibelgeschichte. 1. Mose 27, Verse 1 bis 40. Isaak war alt geworden und konnte nichts mehr sehen. Eines Tages rief er seinen ältesten Sohn Esau zu sich. »Was ist, Vater?« fragte Esau. »Ach, mein Sohn, ich bin alt und weiß nicht, wie lange ich noch lebe«, sagte Isaak. »Deshalb erfülle mir noch einen Wunsch. Nimm deinen Bogen und jage ein Stück Wild für mich. Du weißt ja, wie ich es gern habe. Bereite es mir so zu und bring es her. Ich möchte davon essen, damit ich dir meinen Segen erteilen kann, bevor ich sterbe.« Rebekka aber hatte das Gespräch der beiden belauscht. Kaum war Esau zur Jagd hinausgegangen, da rief sie Jakob herbei und erzählte ihm, was sie gehört hatte. »Jetzt pass genau auf, was ich dir sage«, forderte sie ihn auf. »Lauf schnell zur Herde und such zwei schöne Ziegenböckchen raus. Ich bereite sie dann so zu, wie dein Vater es gern hat. Und du bringst ihm den Braten, damit er davon isst und dir vor seinem Tod den Segen gibt. Hast du denn nicht daran gedacht, dass Esaus Haut behaart ist, aber meine ganz glatt?« entgegnete Jakob. »Wenn mein Vater mich berührt, merkt er den Unterschied. Der Betrug fliegt auf und er verflucht mich, anstatt mich zu segnen.« Rebekka aber ließ sich nicht beirren. »Dann soll der Fluch mich treffen«, erwiderte sie. »Jetzt tu, was ich dir gesagt habe. Hol mir die Ziegenböckchen.« Jakob brachte sie, und Rebekka bereitete ein schmackhaftes Essen zu, so wie Isaak es gern hatte. Sie nahm die besten Kleider Esaus, die sie bei sich aufbewahrte, und befahl Jakob, sie anzuziehen. Die Felle der Böckchen wickelte sie ihm um die Hände und um den glatten Hals. Dann gab sie ihm den Braten und frisch gebackenes Brot. Jakob ging damit zu seinem Vater und begrüßte ihn. Isaak fragte: »Wer ist da, Esau oder Jakob?« »Ich bin Esau, dein Erstgeborener«, antwortete Jakob. »Ich habe getan, worum du mich gebeten hast. Komm, setz dich auf und iss, damit du mir nachher den Segen geben kannst.« Verwundert fragte Isaak: »Wie konntest du nur so schnell ein Stück Wild erlegen, mein Sohn?« »Der Herr, dein Gott, hat es mir über den Weg laufen lassen«, erwiderte Jakob. »Komm näher«, forderte Isaak ihn auf. »Ich will mich davon überzeugen, ob du wirklich mein Sohn Esau bist oder nicht.« Jakob ging zu ihm hin, und Isaak betastete ihn. »Die Stimme ist zwar die von Jakob«, sagte er, »aber den Händen nach ist es Esau.« Er erkannte Jakob nicht, weil er behaarte Hände hatte wie Esau. Darum entschloss er sich, ihn zu segnen. Doch vorher fragte er noch einmal nach: »Bist du wirklich mein Sohn Esau?« »Ja, ich bin's«, log Jakob. »Dann gib mir das Essen, damit ich von dem Wild esse und dir den Segen gebe«, sagte Isaak. Jakob reichte es ihm, und sein Vater aß. Dann gab er ihm Wein, und Isaak trank. »Komm und küss mich, mein Sohn«, bat Isaak. Jakob ging zu ihm und küsste ihn. Als Isaak den Duft der Kleider roch, sprach er den Segen. »Mein Sohn, deine Kleider tragen den Geruch der Felder, die der Herr mit Regen getränkt hat. Gott gebe dir viel Regen und mache dein Land fruchtbar.
Getreide und Wein sollst du im Überfluss ernten. Viele Völker und Volksstämme sollen sich dir unterwerfen und dir dienen. Herrsche über deine Brüder. In Ehrfurcht müssen sie sich vor dir beugen. Verflucht sei, wer dir Böses wünscht. Wer dir aber wohlgesinnt ist, soll gesegnet werden. Kaum hatte Isaak diesen Segen ausgesprochen und Jakob das Zelt wieder verlassen, da kam auch schon Esau von der Jagd zurück. Auch er bereitete das Essen so zu, wie es sein Vater gerne aß, und brachte es ihm. »Setz dich auf und iss von meinem Wild, Vater, damit du mir den Segen geben kannst«, sagte er. »Wer bist denn du?« fragte Isaak verwundert. »Dein Sohn Esau, dein Erstgeborener«, bekam er zur Antwort. Da erschrak Isaak heftig und fing an zu zittern. »Aber gerade eben hat mir schon jemand gebratenes Wild zu essen gegeben«, rief er. »Ich habe alles gegessen und ihn gesegnet, bevor du kamst. Ich kann mein Wort nicht mehr rückgängig machen.« Als Esau das hörte, schrie er voll Bitterkeit laut auf. »Bitte, Vater, segne mich doch auch«, flehte er. Aber Isaak entgegnete, »Dein Bruder hat dich betrogen und um den Segen gebracht.« »Ja, nicht umsonst trägt er den Namen Jakob«, sagte Esau. »Jetzt hat er mich schon zum zweiten Mal überlistet. Zuerst hat er sich meine Rechte als ältester Sohn erschlichen, und jetzt bringt er mich auch noch um den Segen, der mir zusteht. Hast du denn keinen Segen mehr für mich übrig?« Isaak antwortete, »Ach, Esau, ich habe ihn zum Herrscher über dich gemacht, und alle seine Stammesverwandten müssen ihm dienen. Getreide und Wein habe ich ihm versprochen. Was kann ich dir denn noch geben, mein Sohn?« Aber Esau ließ nicht locker. »Hast du wirklich nur diesen einen Segen, Vater? Segne doch auch mich!« Er fing laut an zu weinen. Da versprach Isaak, »Dort, wo du wohnst, wird es zwar keine fruchtbaren Felder geben, kein Regen wird dein Land bewässern. Durch dein Schwert musst du dich ernähren, und deinem Bruder wirst du dienen. Doch eines Tages wirst du sein Joch abschütteln.« Krasse Geschichte. Ach, komm schon, Mann, wir wollen teilen. Ist doch klar. Na, natürlich, dass sie jetzt schlecht ist. Hat sich einfach so reingestürzt. Naja, gut. Was wir darüber lernen können, über die Geschichte heute von Jakob und Esau, das verrät uns heute Rainer. Der hat nämlich das Thema gemacht. Also, los geht's, Rainer. Hallo, Max. Oh Mann, ich muss dir ehrlich sagen, diese Geschichte, die finde ich so schwer. Du hast ja auch Geschwister, ich habe Geschwister. Und zwei Brüder so sich streiten zu sehen, da muss man echt mal überlegen, wo kommt jetzt der Konflikt her? Was ist da los? Warum fangen die auf einmal an, so zu streiten? Die Geschichte endet, indem Esau verspricht und sagt, okay, ich warte noch, bis mein Vater gestorben ist, der ist ja schon sehr alt, lange wird er nicht mehr leben, und dann töte ich den Jakob. Das ist doch Wahnsinn! Wie kann man sich so doll streiten? Was hat das denn ausgelöst? Das sind doch Brüder! Das will ich gerne mit dir anschauen. Und zwar geht es tatsächlich um diesen erstgeborenen Segen. Was genau hat der Jakob eigentlich dem Esau gestohlen? Und das war dieser Segen, das ist tatsächlich, was der Isaak da formuliert. Und zwar ist es zuerst mal, dass der Jakob das erbt, was der Isaak hat. Und der Isaak hat einiges. Der Isaak hat einige Herden an Tieren, das Land, auf dem die wohnen dürfen und auf dem die grasen dürfen und seine Familie dann grasen darf. Die anderen Brüder alle gehen leer aus und die sollen ihm noch dienen. Isaak hat noch einige Kinder und die sind alle dann dem Jakob untergeordnet. Und eins der größten Sachen, vielleicht die größte Sache, ist dann, dass das Versprechen, was der Abraham bekommen hat, dass aus ihm viele ein großes Volk entstehen soll, mehr Menschen fassend als der Sand am Meer und die Sterne am Himmel, das ist auf den Isaak übergegangen und das geht jetzt von Isaak auf Jakob über und nicht auf Esau. Esau fühlt sich also beraubt auf der ganzen Strecke. Er kriegt nicht das Land, er kriegt nicht die Viehscharen, es geht nicht das Versprechen, das Gott Isaak gegeben hat, zuerst Abraham, dann Isaak gegeben hat, das geht nicht auf ihn über, sondern das geht jetzt auf Jakob über. Und Esau hat so einen Frust. Esau denkt sich, das kann nicht sein. Mein Bruder hat mir alles weggenommen, alles geraubt. Heutzutage könnte man sagen, okay, Jakob hat mich betrogen. Das heißt, ich verklage einfach den Jakob vor Gericht. Wo ist ein Richter? Der Richter, der verklagt den Jakob und der Jakob kommt ins Gefängnis und ich krieg doch alles.
Oder er könnte zumindest, wenn das Erbe jetzt gültig übergegangen ist und das tatsächlich der Wille von Isaak ist, könnte er zumindest sagen, ich will mindestens einen Mindestanteil bekommen. Es geht nicht, dass ich gar nichts bekomme. Das ist ungerecht. Aber das geht heute. Heute haben wir Gerichte. Damals war es so, wenn der Isaak das gesagt hat, dann ist das passiert. Der Isaak hat Jakob gesegnet vor Gott. Gott hat zugehört. Für Gott ist die Sache klar. Für Isaak ist die Sache klar. Da kann man nichts mehr zurückmachen. Esau hat keine Möglichkeit, noch an den Segen ranzukommen. Esau fragt Isaak, hast du noch irgendeinen Segen für mich? Geht es da nicht noch irgendwas? Und Isaak sagt, ich hatte nur den einen Segen und der eine Segen ist weg. Und deswegen ist Esau so unglaublich frustriert. Und Esau findet leider keinen guten Weg, um diesen Frust abzulegen. Gestritten haben wir alle schon mit jemandem, mit unserer Familienangehörigen, mit Mama, mit Papa, mit unseren Geschwistern. Streit gehört zum Leben dazu. Aber dieser tiefe Frust, dieses Bestohlensein, dieses Gefühl, mir wurde Unrecht getan, das schlägt in Esau in Hass um. Und das ist dieser Wunsch, ihn umzubringen, dieser Hass, diese Abneigung gegen seinen eigenen Bruder. Und das bedeutet diesen Zerbruch in der Beziehung. Diese Bruderbeziehung ist eigentlich was sehr Starkes. Auf seinen Bruder kann man sich verlassen, man kennt sich ganz lang. Mein Bruder und ich, wir kennen uns unser Leben lang und wir haben schon ganz viel miteinander erlebt. Eigentlich ist die Beziehung sehr stark. Aber dieser große Frust führt jetzt dazu, dass er das durchschneiden will, dass er keinen Kontakt mehr haben will, dass er nichts vergeben will und dass er einfach nur wütend ist. Und da will ich mit dir drauf schauen, da will ich hinschauen, weil genau das ist unser Thema. Wie kann ich einen anderen Weg finden, in diesem Streit, in diesem Konflikt wieder Frieden zu stiften? Und das sich vertragen, sich versöhnen, das ist was, was von zwei Seiten kommt. Und nur wenn beide Seiten wollen, kann ein Vertragen wieder stattfinden. Aber zuerst ist die eine Seite verletzt und die muss vergeben lernen und die andere Seite hat verletzt und die muss sich entschuldigen. Und wenn der nicht dazu bereit ist oder der dazu nicht bereit ist, dann haben wir eine Beziehung, die nicht heilen kann. Das muss wieder zueinander fügen. Und bei Jakob und Esau ist das so, dass der Jakob so eine Angst hat vor Esau und dass Esau sein Versprechen wahrmacht, dass Jakob einfach wegrennt. Jakob geht ganz weit weg in ein anderes Land zu einem Verwandten von seinem Vater und da ist er für 20 Jahre, also für eine ganz lange Zeit. Dort findet er seine Frau, dort heiratet er, kriegt Kinder, fängt an als Hirte zu arbeiten, kriegt eine eigene Herde und irgendwann nach 20 Jahren kehrt er zurück, weil Gott ihm sagt, geh zurück in das Land deines Vaters, geht er zurück. Und er weiß ganz genau, diese Beziehung, die ist nicht geheilt, sondern die ist immer noch gebrochen. Und ich habe immer noch die Schuld auf mir und die liegt schwer auf ihm. Esau hat immer noch den Frust und dadurch, dass Jakob nie um Vergebung gebeten hat und nicht weiß, weil er ja weggezogen ist, wie es Esau geht, ob Esau immer noch an seinem Versprechen festhält, weiß Jakob nur, wenn ich zurückgehe, kommt vielleicht Esau mit ganz vielen Leuten. In der Bibel im Kapitel 33 und 34 könnt ihr das nachlesen. Esau reitet dem Jakob mit 400 Mann entgegen. Und Jakob fürchtet sich. Jakob glaubt, okay, die 400 Mann, die werden meine Frau und meine Kinder und meine Viehherden und alles vernichten, weil wir keine geheilte Beziehung haben. Und es kommt dann tatsächlich anders. Esau hat in der ganzen Zeit tatsächlich Jakob vergeben, tatsächlich losgelassen von diesem Frust und losgelassen von dem Hass und aus seiner Sicht wird er nicht mehr die Strafe Jakob zuteil werden lassen, die Jakob verdient hätte für die Schuld, die er auf sich geladen hat. Es ist so, dass von Jakob die Israeliten abstammen, das Volk Israel, und von Esau stammen die Edomiter und die Amalekiter ab. Dieser Streit, der hat diese große Konsequenz, dass zwei weitere Völker da entstehen, die auch Jahrhunderte später immer noch Krieg gegen Israel führen werden. Aber der Bruder Esau vergibt dem Bruder Jakob. Und hier ist der Jakob so gerührt, dass er in Tränen ausbricht. Er weiß, er hat es nicht verdient. Und es ist so schön, diese Bürde, diese Angst
Was, wenn die Bestrafung für meine Taten kommen wird, dass die von ihm abfällt? Da ist es eine Erleichterung, dass er nicht anders kann, als zu weinen vor Freude. Und jetzt komme ich zum wichtigsten Punkt in der Geschichte. Die Frage ist, wo ist Jesus? Wo ist Jesus in dieser Geschichte? Und die Antwort für mich ist, Jesus ist noch größer als Esau. Esau tut Jakob hier unglaublich gut, indem er ihm nicht zuteil werden lässt, was er verdient hätte. Und genau das tut Gott auch. Gott hat viel Grund, auf mich sauer zu sein. Ich habe Gott wehgetan, ich habe schon vielen seiner Kindern, anderen Menschen wehgetan und ich habe viele Gebote gebrochen, von denen Gott sagt, brich diese Gebote nicht. Und Gott hat also viel Grund und Gott kann aber nicht wie Esau einfach sagen, ich vergesse das alles, ich vergebe das alles, sondern Gott muss, um gerecht zu sein, auch die Strafe, auch die Gerechten, die Konsequenz dafür geschehen lassen. Aber er schlägt nicht mich, er bestraft nicht mich, sondern er stellt sein eigenes Kind, Jesus, vor mich und die Strafe trifft ihn, also Gott selbst, anstatt dass sie mich trifft. Und das ist das Unglaubliche. Das ist das, was die Christen, wenn sie erkennen, wie sehr sich Gott für uns selbst wehtut, um wieder Beziehung haben zu können mit uns, um diese Vergebung aussprechen zu können und um diese Reue annehmen zu können, diese Entschuldigung. Das ist das Wunderbare, das Bürde und Belastung und Schuld wegnehmende, was Jesus hier tut. Und was Jesus tut, und genau da ist Jesus größer als Esau, aber genau hier will ich, dass du erkennst, dass es in der Bibel ganz viele Geschichten gibt von Menschen, die genauso beladen und bedrückt sind, wie Jakob diese ganzen 20 Jahre war und die sich Sorgen machen, was ist, wenn ich für das, was ich getan habe, zur Rechenschaft gezogen werde. Und die erkennen, Gott hat die Beziehung geheilt, Gott hat mich befreit von der Schuld und die diesen Jakob-Moment, diese Jakob-Erlebnisse haben. Zum Beispiel gibt es den Paulus, der seinem Freund, dem Timotheus, schreibt, dass er der schlimmste aller Sünder ist. Der hat sich so viel vorzuwerfen, aber dass Jesus ihn gerettet und befreit hat. Und weil sich das so unglaublich anfühlt, gerettet zu sein und vergeben zu bekommen, möchte ich, dass du auf die Suche gehst danach, was Jesus dir alles vergeben hat und in welcher Form er dich befreit hat. Und ich habe eine praktische Hausaufgabe. Und ihr habt 3 Tage Zeit, du und alle, die das angucken. Und zwar, weil Vergebung so toll ist und weil Entschuldigen so wichtig ist, möchte ich, dass du einen findest, wo du weißt, dem habe ich was vorzuwerfen und ich bin auf dem Weg, richtig eine Abneigung, eine Wut, einen Hass gegen den zu entwickeln, weil der mich so verletzt hat. Da möchte ich, dass du überlegst und dass du vielleicht betest, Jesus, hilf mir, dass ich diesem Menschen vergeben kann. Hilf mir, dass ich loslassen kann und dass ihm nicht mehr vorwerfe, was er mir angetan hat. Das nimmst du aus deinem Herzen raus und dann ist es nicht mehr in deinem Herzen und das hältst du ihm nicht mehr vor. Und das zweite ist, dass du jemanden findest aus deiner Familie oder aus deinem Bekanntenkreis, wo du weißt, ich habe dem wehgetan. Dem müsste ich Entschuldigung sagen. Ich müsste dem sagen, bitte verzeih mir, was ich dir angetan habe. Ich weiß, es ist falsch. Ich will, dass du dem nicht erklärst, warum das eigentlich voll okay war, was du gemacht hast, oder dass du das nur gemacht hast, weil der andere angefangen hat, sondern ich will, dass du sagst, es tut mir leid, kannst du mir bitte vergeben. Vielen Dank, Rainer, für das coole Thema. Ja, Leute, ich hoffe, ihr habt gut aufgepasst und seid auch diese Woche wieder voll dabei gewesen, weil, wenn ja, könnt ihr auch jetzt wieder wunderbar mitraten und dabei sein bei unserer heutigen Spezialausgabe einer Extraversion des Quizzes, und zwar zur allerersten und vielleicht einzigen Folge von Wer wird Jumpionär? Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Wer wird Jumpionär? Mein Name ist Günther Lauch und ich freue mich auch jetzt schon im Studio meinen ersten Kandidaten begrüßen zu dürfen. Ja, ich freue mich hier zu sein. Möchten Sie sich kurz vorstellen? Nein,
Okay, dann kommen wir zur ersten Frage. Darf ich Sie Günther nennen? Wie bitte? Ob ich Sie Günther nennen darf? Nein. Richtig, 50 Euro für den Kandidaten. Das ist meine Show. Also, Max war heute nicht beim Fitness dabei, sondern A. auf dem Trampolin, B. in Hollywood, C. Eis essen oder D. im Bett. Die Frage finde ich noch recht einfach. Also, an ein Eis könnte ich mich erinnern. Wenn Max in Hollywood gewesen wäre, hätte er das bestimmt noch öfter gesagt oder betont. Im Bett war er auch nicht. Also war er Antwort A auf dem Trampolin. Und das ist richtig. Ein schöner Start. Mit wem sind Sie denn heute hier? Ich durfte ja niemanden mitbringen. Schön, schön. Kommen wir zur nächsten Frage. Was war Isaaks Problem? Er hatte Hunger. Er war inzwischen blind. Er hatte Zahnschmerzen. Oder ihm fehlte Klopapier. Gab es damals schon Klopapier? Was sollen Sie sonst genommen haben? Er hat ja auch was gegessen. Vielleicht hat er dann auch Zahnschmerzen bekommen. Oder halt, er hatte Hunger und danach nicht mehr. Ich dachte, ich weiß das alles auswendig. Aber ich glaube, mich zu erinnern, dass er einen Stock und eine Brille getragen hat. Also nehme ich Antwort B. Er war inzwischen blind. Sind Sie sicher? Nein. Wollen Sie nochmal überlegen oder möchten Sie schon einen Joker einsetzen? Die hebe ich mir lieber für später auf. Sie zocken also und nehmen Antwort B. Das ist richtig. Ja. Sie sind bisher der beste Kandidat, den wir je hatten. Aber Sie sind bisher auch der einzige. Nächste Frage. Womit täuscht Jakob seinen Vater Isaak nicht? A. Mit dem Geruch. B. Mit dem Essen. C. Mit den Haaren auf der Haut. Oder D. Mit der Stimme. Das weiß ich. Sehr gut. Nicht. Ich brauche Hilfe. Oh. Möchten Sie einen Joker? Ja. Gerne. Dann nehme ich den Publikumsjoker. Ihnen ist aber aufgefallen, dass wir kein Publikum haben, oder? Jetzt, wo Sie es sagen? Aber warum gibt es den dann noch? Ich stelle hier die Fragen. Dann nehme ich den Telefonjoker und rufe meine Katze an. Und die soll das wissen? Wir gucken immer zusammen Jump Spezial und sie beantwortet alle Fragen vom Quiz immer richtig. Dann hoffen wir mal, dass sie das jetzt auch weiß. Geh doch ran. Komm schon. Zwei Joker sind weg. Bleibt Ihnen nur noch der 50-50-Joker. Wenn ich falsch rate, habe ich auch nichts gewonnen. Also nehme ich den gerne. Also, war es
Jakobs Geruch oder seine Stimme? Dann sage ich D, seine Stimme. Seine Stimme. Auch das ist richtig. Nächste Frage. Wie viele verschiedene Playmobil-Figuren waren im heutigen Jump-Spezial zu sehen? Wie viele verschiedene Playmobil-Figuren waren im heutigen Jump-Spezial zu sehen? Waren es 3, 4, 5 oder 6? Jetzt wird es knifflig. Also, 3 können es schon mal nicht sein. Es waren ja schon die beiden Brüder und ihre Eltern. Dann wären es summa summarum 4. Also 4 müssen es mindestens sein. Wir haben leider keinen Joker mehr übrig. Ich hab's gleich. Ich glaube, es waren 5 Figuren heute zu sehen. Da waren die 4 in der Geschichte und noch einer, der die Kirschen gegessen hat. Also wollen Sie es riskieren? Ja. Antwort C. Im heutigen Jump-Spezial waren es in Reihenfolge Isaac, Esau, Rebecca, Jakob und der Kirschenesser von der Moderation. Das sind 5. Puh. Mir ist ganz warm geworden. Wenn Sie es schaffen, was werden Sie denn mit dem gewonnenen Geld machen? Ich bekomme hier Geld? Nein. Oh. Sonst hätte ich gerne den Umbau meiner Gemeinde finanziert. Kommen wir zur letzten Frage. Trotz ihrer schweren gemeinsamen Geschichte versöhnen sich Esau und Jakob und Gott lässt aus beiden große Völker entstehen. Welche sind das unter anderem? Sind es Raphaiter und Moabiter, Edomiter und Israeliten, Keniter und Hethiter oder Amalekiter und Ammoniter? Das ist eine schwere Frage. Ist ja auch die letzte. Ich tendiere zur Antwort E. Aber die gibt's doch gar nicht. Antwort E weigert sich standhaft, sich mir zu zeigen. Moment. Also, das war doch so. Darüber lernt man in der Sonntagsschule immer so wenig, wer da von wem abstammt. Also man redet so selten darüber. Ich glaube, ich habe alles schon einmal gehört. Die Raphaiter. Woher kommt die denn nochmal? Soweit ich weiß, auch das Volk Rephaim genannt. Dann waren die das, nach denen auch das Rephaim-Tal benannt wurde. Die tauchen noch öfter auf in der Bibel. Aber ich glaube, das wurden später auch die Anakiter, zu denen ja auch dann Goliath aus Gath zum Beispiel gehört hat. Also könnten es die nicht wirklich sein, oder? Aber die Moabiter sind auch... Das sind doch Nachkommen von Lot, glaube ich, ne? Moment. Edom? Weiß nicht. Israel muss eigentlich richtig sein. Das müssen Nachkommen von Jakob sein. Jakob hatte ja am Ende 12 Söhne und ich glaube, Israel besteht auch aus 12 Stämmen. Also das könnte ja passen. Die Keniter und Hethiter würde ich erstmal ausschließen. Warum? Die Keniter waren schon Nachkommen von Kain, also waren schon vorher bezeichnet, vor Jakob und Esau. Bleiben Amalek und Ammon. Amalekiter haben später mit den Israeliten gekämpft, aber ich glaube, die waren auch miteinander verwandt.
aber die Ammoniter? Waren das nicht die Nachkommen von Lot? Fragen Sie mich? Ja. Sie meinen Nachkommen wie die Moabiter? Ja, das waren doch beides uneheliche Kinder von Lot und seinen Töchtern. Schwierige Geschichte. Aber ich glaube, von denen stammen die Moabiter und die Ammoniter ab. Wissen Sie was? Ich glaube, ich würde Antwort B sagen. Antwort B. Edom und Israel. Möchten Sie das einloggen? Ja, ich glaube schon. Ob das richtig ist, können Sie, liebe Zuschauer zu Hause, jetzt auch mitraten. Es geht wie immer um 5000 Euro. Eigentlich leicht verdientes Geld. Sie können ja zu Hause googeln. Er kann das nicht. Stecken Sie das Handy weg! Und ob unser Kandidat richtig steht, erfahren Sie nach einer kurzen Werbung. Werbung! Das spannende Rätselquiz zur Show. 14 Folgen Jump-Spezial und alle Fragen dazu. In unserem neuen Familienspaß. WWJD. Wer wird Jumpionär diesmal? Ja, da sind wir wieder. Wir befinden uns noch in der letzten Frage. Wir haben keine Joker mehr. Keine Versicherungen. Sie haben gesagt, Antwort B. Also, wie Sie richtig sagten, waren die Israeliten Nachkommen von Jakob. Die Frage ist ja jetzt, welche Völker stammen von Esau ab? Es sind weder die Keniter noch die Hethiter, auch nicht die Raphaiter. Die Moabiter und Amalekiter stammen von Lot ab, sind also Verwandte. Aber die richtige Antwort sind die Amalekiter und die Edomiter. Antwort B ist korrekt. Ja, ja, ja. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben sich mit Recht den Titel des ersten Jumpionärs verdient und gehen als Champion in die Geschichte von Jump ein. Es war mir eine Freude. Vielen, vielen Dank, dass Sie eingeschaltet haben. Hier geht es jetzt gleich weiter mit dem Special des Tages und ich wünsche Ihnen noch einen richtig schönen Tag. Es war mir eine Freude. Kann ich mir davon was kaufen? Nein. Trotzdem schön. Hallo, wir wollen euch jetzt zeigen, wie ihr ganz einfach Knete selber machen könnt, mit Dingen, die jeder von euch zu Hause hat. Ihr braucht 400 Gramm Mehl, 200 Gramm Salz, 2 Esslöffel Zitronensäure, 500 Milliliter kochendes Wasser, 3 Esslöffel Öl und Lebensmittelfarben eurer Wahl. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch Aromen nehmen, wenn eure Knete nach etwas riechen soll. Jetzt brauchen wir eine Rührschüssel und eine Küchenmaschine oder einen elektrischen Handmixer. Ihr könnt die Zutaten einfach zusammenkippen und durchmixen. Wichtig bei dem Wasser ist, dass es wirklich kochendes Wasser ist. Ihr könnt beim Reinschütten auch gerne eure Eltern fragen, ob sie euch dabei helfen. Wenn der Teig zu einem Klumpen geworden ist, könnt ihr ihn erstmal beiseite stellen und ihn für 5 Minuten abkühlen lassen. Jetzt werden wir den Knetteig aufteilen, je nachdem wie viele Farben ihr benutzen wollt. Nun werden wir die Knetmasse in verschiedene Farben einfärben. Wir beginnen mit der Farbe Blau. Macht hierbei einfach ein kleines Loch in die Masse und knetet die Farbe vorsichtig ein. Je mehr Farbe ihr benutzt, desto dunkler und kräftiger wird eure Knete.
Da die Knete nicht besonders gut riecht, werden wir ein paar Aromen reinmachen. Die könnt ihr genauso wie die Lebensmittelfarbe einkneten. Die Knete trocknet an der Luft leider sehr schnell aus. Sie wird dann weiß und bröckelig. Damit das nicht passiert, tun wir sie einfach in eine luftdichte Box. Ihr könnt auch eine Plastiktüte oder eine Brotbox nehmen zum Beispiel. Wir zeigen euch jetzt ein paar Beispiele, was ihr mit eurer selbstgemachten Knete machen könnt. Seid ja immer noch dabei. Vielen Dank, Moe und Hannah, für dieses coole Special. Wir haben nächste Woche unser letztes großes Jump-Spezial. Ja, für heute ist es vorbei und nächste Woche dann das letzte. Danach ist erstmal Sommerurlaub, könnte man sagen. Vielleicht gibt es ein paar andere kleine Videos, das müssen wir alles noch gucken. Aber haltet euch auf jeden Fall an Christina, denn es kann gut sein, dass wir uns bald wieder alle gemeinsam im Gemeindehaus sehen können. Ich würde mich sehr freuen. Ich bete nochmal zum Abschluss. Herr, ich danke dir für diesen Tag. Ich danke dir nochmal dafür, dass du bei uns bist, dass wir gemeinsam mit dir, ja, diesen Gottesdienst feiern durften, dir zu ehren, dass wir dir Lieder singen dürfen, dass wir immer wieder Neues von dir erfahren dürfen, aus der Geschichte, aus deinem Wort, Herr. Und ich möchte dich bitten, dass du uns auch diesen Tag jetzt noch segnest und dass du bei uns bist, in deinem Namen. Amen. Ja, Lieben. Es war mir wie immer ein Vergnügen, ein Volksfest, ein innerer Frühling. Ich wünsche euch, wie gesagt, eine schöne Woche. Kommt gut in den nächsten Tag und habt heute noch einen schönen. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich bald mal wieder. Ne? Wahrscheinlich aber erstmal nächste Woche. Euer Mats.